Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Wir spielen eine Runde. Why ist denn Plattenhardt verletzt? Oberkörper. Oh, da könnten wir doch sogar was zur Heilung haben, oder? Ja, sehr schön. Ja, wir spielen eine Runde Liga. Wir spielen mit der Bundesligamannschaft und ich hoffe, wir werden wieder einen Sieg bekommen. So, scheiß auf Lewandowski, scheiß auf deinen Stürmer, versuch einfach zu gewinnen, versuch Tore zu schießen, scheißegal wer die macht, es spielt einfach keine Rolle. Punkt aus, Nikolaus. So muss ich spielen. Ich muss mal meine Heizung abdrehen, Moment. Oh, krasses Team, Suarez von drinnen sieht man nicht oft. Oh, Team of the Group Stage, 90er Innenverteidiger. Krasses Team, groß in Form, ja, Bale, ja, alles super krass. Oh fuck, oh fuck, oh fuck! Oh, ich dachte, es dauert noch ein Stück. Habe ich mich wohl geirrt. Aber guter Auftakt. Und jetzt Konzentration. Jetzt machen wir mal schön wieder einen mit dem Kopf. Vogel will die Grätsche, aber es war knapp. Hätten sie fast perfekt rausgespielt. Ah, schade. Abgefälscht. Fuck. Aber trotzdem gute Chancen ausgespielt bisher, würde ich sagen. Nein! Schönes Dribbling, schöner Dreh mit Lewandowski, aber es sind mal wieder geblockt worden beim Schuss, wie immer halt. Intensives Spiel bisher. Das war ein Fehler, da hätte ich nicht hinpassen dürfen. Ein bisschen Glück. Oh, Müller! Nimm den doch mal einen Schritt eher an. Macht ja aber ganz schön riskanten Scheiß, der Junge.
Alter, ey, das sind ja einfach vorgewählte Pässe. Wie kommen die auch noch an? Wenn der Laufpass einen Tick kürzer geht oder einen Tick mehr rechts, dann hat den Bille den Hals. So wie hier jetzt zum Beispiel. Oh nein, komplett frei. Den muss er natürlich machen, so blank wie er da war. Ich weiß auch nicht, warum er da kein Gegenspiel hat. Also ich habe gar niemanden da gesteuert. Ich war ja auf rechts, auf außen. Also ich habe es nicht zu verschulden, dass da ein Spieler einfach mal komplett ungedeckt in unserem Strafraum rumrennen kann. Also es sollte klar sein. Da kann ich auch niemanden abgezogen haben. Schade. Kriegen auch keine Ecke weiter. Gut gemacht von Sokrates. Das hätte natürlich wieder nicht passieren dürfen. Ich wollte halt auch, dass Reus weiter unten lang läuft, macht er natürlich nicht. Fuck! Gut gemacht von Bentaleb. Intensives Spiel, ich würde sagen, wir hatten die besseren Chancen. Machen das Tor bisher nicht so richtig. Ja doch, ein, zwei Freischüsse hatten wir schon. Wir hatten auch mehr aufs Tor geschossen, als es die Statistik gesagt hat. Aber wir hatten halt mehr so Halbdistanzschüsse als richtig geile aus dem Strafraum raus. Und der eine Schuss halt, der von Lewandowski geblockt wurde. Aber ich sehe auf jeden Fall leichte Vorteile bei uns. Ich würde auch sagen, wir verteidigen etwas besser als der Gegner. Konnten leider die anfängliche Druckphase nicht ausnutzen. Am Anfang sind wir auch leichter in die Mitte reingekommen als jetzt am Ende. Mann, da geht der Pass echt mal in die Mitte und wir kommen nicht ran. Das war halt auch ein Foul. Oh, ja, wenn er nicht gefoult worden würde und deswegen dann erst wieder später unter Bedrängnis quasi den Pass spielen würde, dann hätte man ihn auch locker an den Mann gebracht. Wird gerade ein bisschen zu offensichtlich, dass ich immer über außen geht, glaube ich. Wenn Hummels da nicht mit dem Rücken zum Ball steht, dann haben wir den halt. Oh,
Dann bleiben wir hängen. Endlich gibt's mal einen Foul. Ja, besser ging's gerade nicht. Ah, nice. Oh, Halsmaul. Geh raus, geh raus, geh raus. Verdammt noch mal. Wir hatten wieder. Nicht drüber aufregen. Nein, ich wollte nochmal auf Vidal wechseln, weil ich gemerkt habe, er läuft gerade zu. Alu-Treffer von Lewandowski, brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber hat er gut gemacht. Auch Alu-Treffer halt nur, ne? Schlecht gemacht von Dembele, kann da ohne Probleme mitlaufen, er macht's halt nicht. So ein beschissener Lacher. Komplett unverdient, erster wirklich anständiger Angriff. Dembele läuft wieder mal nicht über außen mit. Oh. Vorher macht Lewandowski den Alu-Treffer. Sorry, aber es ist einfach nicht verdient. Ich war definitiv der bessere Spieler im Spiel, hatte die besseren Chancen, habe natürlich mit dem Alu-Treffer wieder das entsprechende Pech. Dembele lässt den Vollidioten außen lang laufen, ohne Probleme, so dass er halt ein super easy Tor bekommt. Ich mache eine Schusstäuschung, Piszczek läuft weiter. Jetzt ist es wieder so ein Spiel, was man einfach nicht gewinnen soll. Da sollte der Ball auch nicht hin, ist klar. Was für ein Lager, ey. Oh, das Spiel ärgert mich echt. Erstens, weil wieder Lewandowski kurz vorher einen Alu-Treffer hat. Und weil halt der Gegner nur einen beschissenen Angriff durchbekommt und den auch nur, weil wieder Dembele keinen Bock hat mitzulaufen. Wenn es hier 0-0 ausgeht, okay, aber nicht 1-0. Das ist einfach nicht verdient. Fuck, Mann, so ein unverdienter Scheiß wieder. Oh, so ein Dreckslacker. Regt mich das auf, ey. Boah, ekelhaft, super eklig, einfach nur super eklig. Gegner sieht kein Land.
Wir spielen besser, der Gegner hat nicht schlecht gespielt, aber definitiv schlechter als wir. Kriegt halt keinen vernünftigen Angriff hin, schießt einmal aufs Tor und das Ding ist drin, weil er halt das Tor geschenkt bekommt. Und da habe ich halt diesmal keinen Abwehrfehler gehabt. Alu-Treffer und dann halt diese verfluchte Dembele, der keinen Bock mehr hat mitzurennen, ey. Der war dran am Spieler, der braucht einfach nur mitlaufen. Es ist so beschissen programmiert. Toll, ey. Und Lewandowski macht halt wieder das entscheidende Tor nicht. Oh, wie soll ich es denn jemals aus meinem Kopf rausbekommen, wenn die Scheiße immer so weitergeht? Fuck, wir haben nicht Budebu auf der Bank. Mir ist schon klar, dass ich mir zu viel Druck mache mit den Stürmern, aber Gott verdammt, ey. Hätte einfach in Pfosten und rein. Der Schuss vorher hätte nicht geblockt werden müssen. Irgendwas hätte halt Lewandowski krasses machen sollen. Alles wäre gut gewesen, aber nein. Muss halt so beschissen laufen. Und solche Spiele kann man nicht verlieren, wenn man den Titel holen will. Was haben wir jetzt? Ja, wir haben schon zwei Spiele verloren, wir haben zwei gewonnen. Ich glaube, wir müssen jetzt jedes verfluchte Spiel noch gewinnen. 21 Punkte, wir haben 6. 6 Punkte, 6 Spiele. 6 mal 3 sind 18. Ja, wir müssen jetzt jedes Spiel gewinnen. Wenn wir noch den Titel holen wollen. Also es ist wieder mal nur ein Spiel auf Klassenerhalt, toll. Und wenn man sich überlegt, dass beide Spieler, die wir verloren haben, nicht hätten verloren gehen müssen. Das eine Spiel hätten wir mindestens unentschieden spielen müssen, als der Gegner 3-0 führt, die ihn auch dann total hardcore-mäßig durchbumsen. Und das Spiel gerade eben, wenn man da klar bessere Spieler, wir haben die deutlich besseren Chancen gehabt, wir haben diese schöne Alu-Chance von Lewandowski und dann darf es halt einfach auch kein Gegentor geben, weil der Gegner halt da einfach nur stupide über außen durchläuft. Ich weiß nicht, der Berberspin hätte man vielleicht besser verteidigen können, okay. Da war halt entsprechend gut in die Mitte gezogen, aber es war halt einfach ein totaler Abwehrfehler von Dembele. Und ich kann halt, wie gesagt, nicht immer alles steuern, das ist halt einfach unmöglich. Oh, das ist echt bitter. Bitte kein Abbrecher. Kein krasses Team. Absolut durchschnittliches Team aus der Premier League. Weiß nicht, ob der das spielt. Klar kann er das spielen, aber es könnte auch ein Abbrecher sein. Da bin ich ja mal gespannt. Super durchschnittliches Team. Begovic, also wieder die Standardverteidigung. Okay, Walker ist ein bisschen teurer, aber ansonsten nichts Besonderes im Team. Nichts super Teures im Team. Also er hat halt von den normalen Spielern die teuren drin. Walker, Martial, dann der eine heißt glaube ich Mahrez oder so. Da bin ich ja mal auf Tolisso gespannt mit dem Champions League Style. Shadow. Super abwartender Spieler, aber ich glaube, das macht er nicht so gut. Ich glaube, das könnte unserem Spielstil entgegenkommen. Ich wollte eigentlich auch Valbuena spielen. Krass, dass die Grätsche kommt. Grätsche kam auch, aber nicht ganz so gut. Und ja, das war keine gute Position oder Situation für einen Distanzschuss. Was? Wir waren zuletzt dran. Wo schießt denn der bitte?
War meiner Meinung nach auch keine gute Situation für einen Schuss. Also das ist auf jeden Fall gelb, ne? Das ist auf jeden Fall gelb. Hallo, ich war quasi alleine durch. Das war gelb. Ich meine, da hätte man sich, glaube ich, noch nicht mal beschweren können, wenn es rot gibt. So, Valbuena hat nicht so die mega krasse Kraft, aber ist dafür natürlich freistoßmäßig ziemlich gut unterwegs. Aber ich glaube, das reicht es ja entfernt. Ich probiere es mal wieder. Zu weit links. Aber so gibt es zumindest die Ecke, auch nicht schlimm. Boah. Boah, Falcao, was machst du denn? Seitfalls hier. Das war nichts, war geklärt, ist auch okay. Das war zu spät. Ich glaube, ich war müde. Meine Konzentration lässt nach. Es wird schwer, das Spiel zu gewinnen. Dann halt beim zweiten Schuss. Ich glaube, auch hier habe ich mich wieder zu spät für den Flachschuss entschieden. Also, ich hätte halt direkt schießen müssen und so hat halt Valbuena zu viel Zeit verloren, um den Schuss aufzuziehen. Ich glaube, ich hätte einen Tick eher schießen können beim ersten Mal schießen und dann hätte er halt nicht geschafft, dazwischen zu grätschen, aber okay. Dann haben wir jetzt doch das 1-0 gemacht, sehr schön. War ja auch okay rausgespielt, denke ich. Schön Valbuena gesehen, der da frei war. Ich glaube, war sogar eine Vorlage von Falcao, oder? Und da habe ich halt diesmal gar nicht drauf geachtet. Genauso muss es sein. Nicht drauf achten, scheiß drauf. Boah, Freunde. War klar, war klar. Diesmal kommt er leider gefährlicher, der Schuss. Sehr geil von Valbuena. Sehr, sehr geil. Jetzt zeigt er, dass er doch nicht so langsam ist. Kommt man halt so schwer durch. Fuck, Mann. Nein, der Budde Buma mit dem starken Linken einen aufziehen können. Schade. War das gerade Tolisso, ja, ne? Sehr schön von Marquinhos. Komplett blank. Soll auch nicht auf Budde gehen, der Pass, sondern auf, ich glaube, auch Jebers. Wieder ein sehr, sehr schwieriger Winkel zum Abschließen, nicht mal aufs Tor. Das sind so schon so leichte Verzweiflungsschüsse, sage ich mal. Ja, das war schwach von mir. Das war eine dumme Idee. War eigentlich klar, dass das nichts wird. Sehr geil, wie Dante sich einfach mit seinem Körper durchsetzt. So muss es sein.
Ich glaube, Tolisso gefällt mir mit Shadow wirklich besser. Schwache Annahme von Sidibe. Oder zu straffer Pass von Valbuena. War auch kein nicht als straffer Pass gespielt, sondern als normaler. Macht ihn selber straff. Boah, den haben wir doch. Ich hätte trotzdem gerne mal das 2-0, weil 1-0 ist einfach so riskant und ich bin nicht mehr so tippitoppi auf der Höhe, dass ich es alles zu 100% verteidigen kann. Irgendwann mache ich vielleicht mal einen Fehler. Ja, so wollte ich auch nicht auf die Maria spielen. Von daher bin ich ganz froh, dass wir hier zumindest noch. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass Dande den reinmacht, aber das finde ich natürlich geil, dass Dande hier das 2-0 macht und seinen ersten Kopfballtreffer für uns. Nice. Springt aber auch richtig geil nach oben und hämmert ihn dann ins Tor und der Torhüter kommt sogar raus und springt daneben. Also leichter Torhüterfehler. Sehr gut. Oh, das war eigentlich ein schlechter Pass. Sollte natürlich nicht auf Falcao gehen, aber Falcao setzt sich ja gut durch am Ball. Schöner Schuss von Tolisso. Obwohl auch mal Zeit ist, ja ein bisschen Torgefahr ausstrahlt. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, Shadow macht hier echt nochmal einen fetten Unterschied. Oh, der nächste gute Kopfball. Diesmal von Tolisso. Schade. Ein bisschen mehr nach rechts, der ist vielleicht drin. Denn Dante hier vorne? Was macht denn Dante hier vorne? Geh mal in deine Innenverteidigung zurück. Schwinge mal von Tolisso, ich sage doch. Also es kann natürlich auch einfach daran liegen, dass er gerade ein bisschen Glück hat, mir die Bälle abfängt. Aber so rein vom Prinzip her ist es nicht der erste Ball, den er so schön abfängt. Wieder geblockt, verdammt nochmal. Zu nah ins Tor. Schade, das war knapp. Das war richtig knapp. Ah, das war schlecht verteidigt. Jetzt wird's eklig, aber er macht es halt viel zu überhastet. Er kommt blöderweise trotzdem an den Ball rein, aber jetzt wird es halt trotzdem für ihn schwer hier. Was gefährlich ist, quasi rauszuzaubern. Nicht mehr genügend Ausdauer, der Gegner zu nah dran, deswegen habe ich den Ball nicht mehr reinbekommen. Hat er Glück. Ja, also ich bin schon der bessere Spieler, muss man sagen. Das ist schon krass. Ich würde schon sagen, dass im Durchschnitt in der Liga die Spieler schwächer sind als in der Weekend League. Hätte ich vielleicht noch einen Tick straffer aufziehen müssen. Aber schöner Schuss auf jeden Fall. Ja, dieser ist die 68. sehe ich gerade. Mann!
Also, ich wiederhole mich, aber Tolisso auf jeden Fall jetzt in dem Spiel auffälliger. Wobei er eigentlich das Shadow nach vorne nicht so viel machen sollte, außer halt, dass er mehr Pace hat. Schöner Schuss aus dem Stand, aber auch der nicht zu platziert oder nicht straff genug. Wobei ich glaube, straff war er schon genug, nur nicht platziert genug. Ja, Falcao zum Kopfball, sehr schön. Na, also, erstes Tor von Bulebu. Und auch mit seinem starken Linken. Und ich glaube, Falcao macht noch eine Vorlage. Aber ich glaube, ich habe jetzt auch Falcao nicht mehr so krass im Fokus. Ich mache halt einfach, ich versuche halt einfach. Und was dabei rauskommt, ist es halt. Und bei Lewandowski habe ich, den habe ich immer noch zu sehr im Kopf. Nicht, dass Falcao jetzt doch noch die Scorerpunkte baut und ich dann am Überlegen bin, wen nimmst du jetzt, Lacazette oder Falcao? Also Falcao werde ich erstmal nicht verkaufen. Er bleibt dann als Option für Lacazette sowieso erstmal bestehen. Aber man weiß ja nie. Mein Gefühl sagt mir aber, dass Lacazette schon geiler sein soll. Aber wie gesagt, ich kaufe den, habe dann eh noch Falcao. Und wir dürfen halt nicht vergessen, das hier ist halt nicht die Weekend League. Also hier sind halt die Gegner einfach schwächer, auch im Verteidigen. Und das macht sich dann logischerweise auch in den Scorerpunkten bemerkbar. Deswegen kann man jetzt das nicht zu 100%. Es ist zwar schon ein Indiz, aber Zaubertore sind halt eigentlich jetzt das Entscheidende. Weil Zaubertore machst du halt überall. Ist halt egal, wie stark der Gegner. Krass. Wie stark der Gegner ist. Dante. Also wenn der nicht eine gute Bewertung hat in dem Spiel, weiß ich auch nicht. Sag ich doch. Ah, oh, schade, er war natürlich ein schwerer Pass. Ja. 3-0, höher als gedacht. Am Anfang dachte ich noch, es wird schwer, das überhaupt zu gewinnen. Und dann gewinnen wir doch relativ souverän und auch verdient mit einem 3-0. Tore, Dante, Valbuena, Budebu, Falcao 9,3, Valbuena 9,5, Dante 9, Budebu 8,5. Vorlagen, zwei Falcao, einmal Valbuena, sage ich ja. Und ja, ich glaube, Budebu ist nicht schlecht, aber er ist nicht besser als Traxler. Ich glaube, das war es auch schon mit dem Test. Brauchen wir eigentlich nicht weiter testen. Traxler fühlt sich einfach am Ball viel besser an, ist viel torgefährlicher und agiler, trippelstärker. Deswegen denke ich nicht, dass wir hier noch groß drüber nachdenken müssen. Was das angeht, also da können wir eigentlich Traxel Axel direkt wieder einwechseln. Dann behalten wir Budebu einfach zum Kohle machen. Der wird vielleicht mal irgendwann steigen. Wobei es ist, glaube ich, kein Spielertyp, der groß steigen wird in seinem Wert. Aber solange ich ihn nicht unbedingt verkaufen muss, kann ich ihn erstmal behalten. Und dann schauen wir irgendwann weiter, wenn ich ihn doch mal irgendwann verkaufen sollte. Traxler fühlt sich einfach deutlich besser an. Und dann war's das auch schon. Ich glaube, noch eine Aufnahme mache ich jetzt nicht. Dafür bin ich eigentlich zu müde und zu kaputt. Wie spät ist es denn? Mein Handy hier. Hier.
Mache ich noch eine? Oh, ich bin mir echt unsicher. Mache ich noch eine? Mache ich noch eine? Naja, das entscheide ich dann. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Praxis, Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Tschüss, tschüss.